hier nochmals die Fläche, die Gesamtfläche von der Länge her, dem Parkplatz entlang, wo die Autos geparkt sind, bis hinten zur Emil-Weitz-Straße. Das Wäldchen wird gerodet. In dem Bereich hier links wird sich eine Bühne dann befinden. Hier seht ihr das selber mit der Kante hier unterhalb. Dort wird eine Treppe angelegt werden, die in die Richtung faktisch nach ausläuft, nach unten. Und in der Richtung werden 1,65 Meter durch eine Treppe mit Sitzgelegenheiten auf den breiten Stufen geschaffen. Noch einmal rauf und runter. Ja, so. Wenn wir mal weitergehen. Der Fahrradweg führt also geradeaus bis zur Loheidestraße, Jahnstraße. Ihr seht dort jetzt hier, was sich hier mittlerweile Müll angesammelt hat, den ganzen Weg entlang. Das wird aber allerdings hier alles für die Treppe eingeebnet. Die Birken kommen auch weg. Dort unten nochmals der Schachtdeckel. So, begeben wir uns jetzt mal in weitere Richtungen hier auf die Emil-Weitz-Straße zu. Dort auf dem Parkplatz rechts ist ja noch die Flüchtlingsunterkunft. Das alles wird hier weichen, sodass hier eine richtig schöne, klare Linie entsteht. Am Ende der Treppe wird eine Gabionenwand entstehen. Ihr seht hier selber nochmal den Müll, wunderbar, was hier alles weggeschmissen wird. Diese Gabionenwand schirmt das ganze Gelände optisch ein wenig ab von hier, also auf dieser Stelle. Und dort hinter werden Fahrradständer montiert für die von der Erzbahntrasse oder vom zollfreien Radweg finden. Wir hoffen, dass das Ganze hier auch noch dementsprechend an den verschiedenen Zugangsstellen für Fahrradfahrer ausgeschildert wird. So, begeben wir uns hier zurück. Hier steht immer noch die Miet- und Trafo-Station. Die Schilder sind auch noch hier, die dazu Lohheide führen. So, nun sind wir also hier auf dem Gelände, auf dem natürlich wunderbar wieder, wer hätte es anders gedacht, eine super abgemeldete Karre steht. Ganz toll, kann man mal so machen, muss man nicht. So, da gehen wir nochmal hoch und jetzt gehen wir mal hier weiter. Im weiteren Verlauf hier werden die Bürgersteige werden abgesenkt. Um dann, ihr seht also, hier ist die Spur, da ist das Karrending hingefahren. An dieser Stelle ungefähr führt ein gepflasterter Weg mit einer Treppe ein. Die ganze Fläche wird schön geebnet und mit edelstem Belag versehen, wasserdurchlässig und dort vorne wird zum Schachtdeckel, ungefähr wo das Tor ist, wird eine Treppe runtergehen, sodass also dieses Gelände nicht flach ist, sondern dass dort ganz einfach eine gewisse Art von Stufung erfolgt. Ihr seht also hier dann der Blick geradeaus, sodass wir hier dann auch den Turm begehen können. Das wird sich an dieser Stelle, wo der Treppenaufgang ist, wird sich das regulieren lassen. Hier wird also eine 6 bis 8 Meter hohe Zaunkäfig wird darum kommen mit einer Tür. Marketing wird das Ganze übernehmen, die geführten Führungen nach Anmeldung, sodass wir also dann hier wirklich jedermann den Aufstieg ermöglichen können. Und das wird auch geschehen. Das Wasser dort unten spielt momentan erstmal nur eine untergeordnete Rolle. So, jetzt kommen wir mal hier weiterhin. Wir bekommen jetzt hier super Auto, hier BMW X3. Wir bekommen hier jetzt einen Überblick über das weitere Gelände, das mal gar nicht so klein ist. Auf den Plänen wirkt das alles kleiner. Hier entlang von der Emil-Weitz-Straße kommend
wird auch eine Pflasterung erfolgen, die direkt auf das Fördergerüst zuläuft. Das Ganze, sowohl die eine dort oben als auch die hier, sind die beiden Achsen. Die werden dann versehen mit Bäumen, Gedizien rechts und links in einem Allee-Charakter, dass also im Sommer einem dann nicht die Birne wegbrutzelt. So, das Ganze hier hat dann noch einen folgenden weiteren Faktor. Hier in diesem Bereich gibt es eine Einbuchtung in der Kurve. Dort werden Sitzgelegenheiten entstehen, und zwar aus Ziegel mit Kohlebrand und Stahl und Holz, sodass auch hier jederzeit gerastet werden kann. An dieser Stelle hier vorne wird das Catering stattfinden, in einem Container zunächst einmal, und für Wasser Abfuhr und also für Abwasser und für Frischwasser ist gesorgt. Das wird über die Kanalisation erledigt werden, sodass hier also von Ostern bis Oktober, Ende Oktober, also von O bis O, hier Catering stattfindet. Das Ganze, da hat sich Herr Mathieu Knepper vom Knepper Management, die auch in der alten Lohnhalle sind, bereit erklärt, privat zu investieren, da eben halt über die 600.000 Euro Fördergelder keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen. Ja, dieses Gelände hier beinhaltet noch ein Protego, und dort kann und darf natürlich nicht gebaut werden. Des Weiteren ist das noch leichtgradig kontaminiert, sodass hier in dem Bereich an der Kante eine Bergehalde simuliert werden soll, auch mit der entsprechenden Haldenbepflanzung und mit Steinen und Gras. Und das Ganze passiert hier auch noch. So. So, dann schauen wir uns das ganze Kleinod mal hier an. Ist natürlich jetzt schlecht vorstellbar, was da hinkommen soll. Die Fläche ist wirklich nicht klein und soll von 0 bis 99 als offene Fläche gestaltet werden. Lediglich der Turm wird gesichert. Das Fördergerüst, Entschuldigung, der Turm ist natürlich kein Turm, ist ein Fördergerüst. Und das Gelände wird von der Landschaftsarchitekten Herrn Heil und Herrn Klar aus Herne auf eine wunderbare Weise gestaltet und Industriekultur pur, sodass wir dort dann auch dementsprechend Veranstaltungen starten können. Noch vor den Sommerferien soll das Ganze stattfinden, denn im Juli, spätestens Anfang August, wird die Verkehrssicherheit mit dem Käfig gewährt, sodass dort dann der Zaun wegkommt im Endeffekt, und dass dann also mit den Gestaltungsarbeiten am Gelände begonnen werden kann. Denn das dauert, und die Vorbereitungsarbeiten müssen getroffen werden. Das Gelände muss abgesperrt werden, da eben halt noch leichtgradige Kontamination dort vorhanden ist. Ihr seht also eine wunderschöne Sache, und ich sage euch das, ich war mehrfach da oben dort an den Saalscheiben. Das ist Wahnsinn. So, November spätestens wird das Ganze abgeschlossen. Die Fördergelder laufen nämlich am Jahresende aus. Und bis dahin muss das Ganze natürlich fertiggestellt sein. So, jetzt mal zu dem kleinen Festchen. Wir werden dort im Februar noch mit Herrn Diplom-Ingenieur Carsten Schröder vom Stadtteilmanagement eine Konferenz machen. Die entsprechenden Leute sind informiert, Künstler sind informiert, Caterer ist informiert. Und eine ganz tolle Angelegenheit, Lichtwechsel Ruhr. Wolfgang Schubert hat sich auch bereit erklärt, dort an dem Tag das Fördergerüst zunächst einmal in Schwarz-Weiß von unten nach oben bis zu den Saalscheiben, oben die Saalscheiben und auch das Hollandschild, was leider aus Vollblech diesmal ist und also nicht wie das alte, was in unserem Besitz ist, wo das Licht von hinten durch den Kasten durchscheinen konnte. Das ist gegeben, da muss man sich halt noch was einfallen lassen mit Vorsätzen, also mir schwebt da links und rechts was vor. Was auch fehlt, ist oben die kleine Seilrolle. Ich hoffe mal, dass dort auch demnächst oben wieder
zu Festtagen eine Fahne wehen wird. Hoffentlich die Wattenscheid-Fahne auch mit der heiligen Gertrud. Wäre eine ganz tolle Sache. Eine tolle Sache, ich habe mit vielen Leuten noch gesprochen, wäre auch dort oben wieder, dort links von den Seilscheiben auf der letzten Treppenstufe, einen Tannenbaum aufzustellen oder den Tannenbaum auch ganz oben aufzustellen, weil innen drin, sieht man jetzt von hier aus nicht, ist noch ein Gitterkäfig und da kann man dann halt diesen Tannenbaum auch während der Adventszeit, während der ganzen 4 Wochen bis Weihnachten beleuchten. Wäre eine tolle Angelegenheit. Danke. So, hier jetzt nochmal, also wirklich insgesamt gesehen, momentan als bessere Müllkippe benutzt. Dort könnt ihr nochmal, wenn ich da reingehe, könnt ihr nochmal den Protego des ehemaligen Schachtes sehen. Und das Ganze ist im Endeffekt nicht überbaubar und deshalb war das mit dem Gebäude, was hier geplant war, Humbug gewesen. Und das Ganze muss natürlich auch hier sichtbar sein und nicht, wenn man davor steht, sondern auch vom alten Markt, vom Hellweg, aus dem Zug heraus, aus Essen kommend, auf der A40. Und deswegen muss genau da oben dieses Schild, diese Seilscheiben, dieser Bereich des Fördergerüstes zumindest beleuchtet werden. Das Ganze, wir hatten es geschrieben, auch in der Zeitung, in unserer Stellungnahme, das kann man so gestalten wie die Beleuchtung der Propsteikirche auf der Kirchenburg in Wattenscheid. Das sieht man auch von überall und das produziert keinen Lichtmüll. Das ist nachhaltig, das ist auch wartungsarm, weil, wie mir die Leute von Lichtwechselruhe sagten, die LEDs eine Lebenserwartungsdauer von 50.000 Stunden haben. Wenn das mal nichts ist, naja. Und bunt muss es nicht sein, also da gebe ich dem Mann da recht, dem Experten. Obwohl, was er gemacht hat an der Jahrhunderthalle, ist ja auch bunt. Ich weiß ja nicht, ob der jetzt irgendwie, naja, ich will da jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. So, gucken wir uns das Ganze mal weiter an. Wir gehen jetzt hier langsam in Richtung Druckerei. Also das wird alles hier gerodet werden. Das wird dann auch dementsprechend dekontaminiert werden, abgedeckt werden. Und das Ganze wird dann zu einer großen Fläche, die natürlich wirklich hervorragend gestaltet wird. Am 3.3. geht das Ganze noch in die Bezirksfraktion. Und wie mir die entsprechenden Herren der verschiedenen Parteien und Damen natürlich ganz speziell zugesichert haben, wird es da kein Problem geben, diesen Plan der Architekten durchzugehen. Und wie erhaben ist das jetzt einfach, wenn die Schwarz-Anthrazit-Farbe in der Sonne einfach strahlt. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn ich hier stehe. Schaut's euch bitte an. Ja, so, hier mal nochmal wieder the best of Müll. Das Ganze muss natürlich hier dann auch, da muss Öffentlichkeit hergestellt werden, da muss täglich was passieren und gegen Vandalismus und so weiter und so fort. Aber ich denke mal, da werden sich dann auch die entsprechenden Leute drum kümmern. Gibt es Baumpaten, können wir auch Baumpaten hierfür haben. Aber ich glaube nicht, dass es irgendwo Fördergerüstpaten der Zeche Holland gibt. Also das wäre auch mal nochmal eine Idee, dass sich Vereine, Verbände auch darum kümmern und eventuell dann vielleicht ein-, zweimal im Jahr da mit irgendwelchen Aufräumen oder Verschönerungsarbeiten vergnügen. Wäre eine ganz tolle Sache, können Vereine sein, Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir kommen jetzt hier zur Kante des Parkplatzes der Druckerei. Ja, und hier haben wir natürlich nochmal genau exakt den Parkplatz. Sind eigentlich schon über die Kante. Ich bin gerade auf der anderen Seite gewesen und habe da mal runter gefilmt. Also das ist eine gerade Linie. Es muss noch abgesprochen werden mit den Betreibern der Druckerei, ob ein Zaun zwischen dem Parkplatz und dem Gelände dann kommt oder ob dann im Endeffekt dort hier mal
so sieht es also hier aus, überall. Ist total super, was hier so passiert. Müll kann hier rausgenommen werden. Zwei Tage später liegt die gleiche Menge da. Und wir haben hier also nun alles. Oh, hier ist ja echt, geht das bis über die Bürgersteige. Hier noch so ein Spezialmonument. Ist auch tausendmal fotografiert, glaube ich. Und wollen wir mal nochmal hier draufhalten. Man könnte dieses Teil eventuell auch mit zwei Mann rüberrollen aufs Gelände dann, wenn es fertiggestellt ist. Und ihr seht also insgesamt gesehen eine schöne Angelegenheit. Jetzt befinden wir uns also hier auf dem Parkplatz der Druckerei, also auf der Rückseite. Also hier seht ihr jetzt die Kante, dort wo eigentlich die Spiegelung ist, und dort oben nochmal rüber gefilmt eigentlich der Fahrradweg hinter den Birken. Hier das, die gesamte Fläche ab hier, also habt ihr dann da die ganze Fläche. Da oben läuft der Fahrradweg, da ist die Emil-Weidt-Straße bis hier vorne um die Ecke. Und hier nochmal, finde ich gut jetzt heute in der Sonne, die Spiegelungen, wunderschön. Und jetzt gehen wir nochmal hoch. Seht ihr, da haben wir das Ganze nochmal. Und ich denke mal, das wird also insgesamt gesehen eine tolle. Also hier nochmal das ganze Areal. Ich denke mal, da wo ich stehe, ist der, die Ecke vom Parkplatz, höher kann ich nicht, hinter mir sind die Brombeeren. Ich filme mal hier jetzt mal einmal so rum und genau hier an dieser Kante wird es hochgehen. Die Böschung halt mit der Treppe, die ausläuft, und dann eben halt in die Richtung weiter, da bin ich ja hergekommen, wo diese abgesägten Rohre über dem Fahrradweg sind. Insgesamt eine hervorragende Fläche und ich kann mich immer noch nie halten, also wie die Landschaftsarchitekten Heil und Klar aus Herne das gestaltet haben. Also alleine der Plan ist Wahnsinn. Und momentan kann man sich das hier nicht vorstellen, aber wir freuen uns da schon richtig drauf. Wir haben mit mehreren Leuten darüber diskutiert und das wird eine tolle Sache. Ich wünsche euch allen einen tollen Donnerstag. Glück auf!